Hallo mal wieder, Freunde der römischen Tanzkunst. Heute, ja, kleines Kirchengebäude. Wir sind heute in Tharandt und schauen uns die Burgruinen hierzu an. Das sehen wir jetzt hier noch nicht viel. Sind wohl zwei Gebäude, also eine Ruine und ein Schloss, welches eher der Romantik zuzuschreiben ist. Die Burgruine selber, die stammt wohl aus von 1200 und. Aus dem 13. Jahrhundert und ist dann im 15. Jahrhundert nochmal ein bisschen saniert worden und als Wohngebäude umgebaut worden. Oben sieht man schon ein bisschen. Noch ein bisschen mehr zur Geschichte. Ich glaube, ich werde mal unterbrechen, weil hier doch noch ein paar Leute entgegenkommen. Ja, nochmal zurück. Jetzt sind wir mal ein Stückchen weiter hochgegangen, weil unten eine Gaststätte ist und da vielleicht auch Leute sitzen, beziehungsweise das muss man dann irgendwie filmen wegen Datenschutz auch. Wir können uns mal die Kirche ein Stückchen anschauen. Wir haben jetzt auch hier unten schon ein kleines Hinweisschild für die Armen des Ortes und das ist im Prinzip die Bergkirche zum Heiligen Kreuz. Kommt natürlich gerade die Sonne entgegen. Gehen wir ein Stückchen höher. Also wie gesagt, die Burgruine, die Burg muss um 1206 erbaut worden sein, also zumindest erst im urkundlich erwähnt worden und ist dann 1400 und, also im 15. Jahrhundert, saniert worden und auch teilweise als Wohngebäude eben ausgebaut worden. Hier haben wir noch eine interessante Stele und hier hinten sehen wir schon die Ruine, tun wir noch ein bisschen ranzoomen, aber wir gehen mal hier hoch. Um 1850 kam dann dieses kleine Schlösschen, was ihr daneben seht, mit dazu. Hier haben wir nochmal die Stele leider verwittert. Doch nur so halb gepflegt. Ich lege mal kurz meine Tasche weg. Genau. So, dieses Schlösschen hier ist sozusagen dann um 1850 entstanden. Sollte Romantik zuzuschreiben sein, würde ich nicht unterschreiben, weil die Romantik eigentlich von 1795 bis 1848 ging. Jetzt bin ich geschichtlich dort nicht 100% sicher, was die Zeitepoche betrifft, aber ich glaube, das hängt doch damit zusammen, dass 1848 geendet hat, weil 1848 nämlich die Deutsche Revolution war. Das kann durchaus sein, dass es damit dort zusammenhängt. Genau. Und zu der Zeit, als das gebaut worden ist, ist die Ruine sozusagen aufrechterhalten worden und bepflanzt worden mit Bäumen, was man hier auch sieht, um einfach sozusagen die romantischen Landschaften, die damals aktuell waren, ein bisschen zu unterstreichen. Ich tue jetzt mal ein bisschen rumschwenken, damit es nicht ganz so langweilig für euch wird. Also man hat hier schon eine schöne Aussicht, sind auch niedliche Häuser. So, das ist nämlich auch einer meiner Lieblingsepochen, was so die Gemälde und Malereien betrifft. Die Romantik, weil dort wirklich viel Liebe ins Detail, was in das Wortes gelegt wird. Wer mal in den Neuen Meister nach Dresden fährt, das kann man zum Beispiel Ludwig Richter betrachten. Da gibt es zum Beispiel ein Gemälde, das nennt sich, ich glaube, der Hochzeitszug. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, gehen die dort aus dem Wald Richtung Kirche sozusagen zur Hochzeit. Und da sieht man zum Beispiel ein kleines Eichhörnchen auf dem Baum oben sitzen, wo man echt jedes Haar sehen kann in einem Riesengemälde. Also das ist, finde ich, faszinierend und Wahnsinn, wie viel Zeit und Liebe man in die Gemälde damals gesteckt hat. Ich muss sagen, mit den neuen Sachen kann ich eben nicht viel anfangen. Und das ist für mich so die Epoche, die ich eben sehr mag. Deswegen ging mir das schon mal Herz auf, wo ich das hier gelesen habe. Genau. Wir haben auch heute wieder ein MRE mit, diesmal von Polen, ein 24-Stunden-MRE. Mal schauen, ob wir unsere Ruhe dort oben haben, ob es überhaupt machbar ist oder auch nicht. Ich filme jetzt bewusst nicht die Ruine weiter, weil dort oben noch zwei Leute sitzen, die ganze Zeit mit zugucken. Oder schauen wir mal, wie wir dort die Ruhe dazu haben. Hier haben wir auch ein interessantes Gebäude. Ich zoome mich mal ein Stückchen an. Das sieht auch interessant aus. Das kann ich jetzt nicht sagen, was das war. Wird aber ursprünglich auch mal dazugehört haben. Jetzt gehen wir wieder ein Stückchen zurück. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nochmal rangehen können. Ein bisschen
so schnell. Das soll wohl heute übrigens in Privatbesitz sein, deswegen werde ich jetzt nicht direkt ins Fenster reinfilmen. Soll wohl mittlerweile im Privatbesitz sein. Also das heißt, das werden wir wahrscheinlich leider nicht nahen uns groß anschauen können. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass sich hier ein Investor gefunden hat, der das auch wieder instand hält. Die haben auch angefangen zu sanieren, das sieht man ein bisschen, die Fenster sind neu. Finde ich gut, weil das Schlimme ist, dass eben solche Bausubstanzen immer schwer zu erhalten sind. Zum einen Denkmalschutz und B, man muss echt viele Millionen übrig haben, um sowas natürlich auch machen zu können. Und das ist natürlich schwierig. Und wenn jemand privat das Geld hat und sagt, ja, ich richte es wieder her für mich oder als Hotel oder als Museum, finde ich das klasse. Besser als es verfallen zu lassen. Ne? Und ich sag mal, wer das Geld hat, dem gönne ich das, dass ich so ein Objekt natürlich auch zulegen kann. Ja, hier haben wir die Gaststätte, wie gesagt. Gut, dann sehen wir uns oben wieder. Und hoffen wir mal, dass wir das MAE problemlos verkosten können. Bis nachher. Bin ich doch noch mal hier unten. Ja, da sieht man, hier waren wir gerade. Ich bin jetzt mal auf die andere Seite gegangen. Hier haben wir noch einen super schönen Ausblick. Den wollte ich euch einfach nicht verheimlichen. Hier haben wir noch mal die Kirche. Ja, die ist, Hier unten, das scheint auch ein älteres Gebäude zu sein. Vom Baustil her passt das nämlich auch in diese. Ja, eigentlich ist es wirklich Spätromantik, weil, wie gesagt, war 1850 erbaut worden. Das ist übrigens eine sehr, sehr interessante auch Zeitepoche, weil, wie gesagt, Deutsche Revolution 1848 und 1871 war erst die Reichsgründung des Deutschen Reiches. So, da müsst ihr mal überlegen, das sind 23 Jahre, die vergangen sind, bis sozusagen die Deutschen sich einig waren. Und die sind sich eigentlich nur einig geworden, weil die Franzosen vor der Tür standen und aufgrund des deutsch-französischen Krieges die Deutschen sich zusammengesetzt haben und sozusagen sich eine Nation gegründet haben. Das muss man sich mal überlegen, ne? Also da ist eigentlich, zum Glück sind heutzutage nicht mehr unsere Feinde, der damalige Feind der Grund gewesen, dass die Deutschen sich einigen, weil sie einfach alleine nicht hinkriegen. Das ist schon traurig, aber naja, gut, okay. Aber so viel zu auch der Zeitepoche. Da ging natürlich auch vieles drunter und drüber. Jedes Land hatte noch seine eigenen Gesetze und Ordnungen, trotz dass ja im Endeffekt eigentlich die Revolution stattgefunden hatte. Also sehr interessante Zeit. Ich finde auch, man findet ziemlich wenig darüber, wenn man sich belesen will. Und das finde ich eigentlich ziemlich traurig. Auch in der Schule hatten wir das Thema gar nicht. Also ich glaube, da wurde nur kurz die Zahl genannt, ja, 1871 war die Reichsgründung, aber was eigentlich alles zuvor ging mit dem Deutsch-Französischen Krieg und sowas, war, ich glaube, also wenn es eine Stunde war, was wir darüber gesprochen haben, ist viel. Ja, also das ist, finde ich, traurig, weil das ist unsere Geschichte und das sollte eigentlich wieder ein bisschen mehr auf den Vordergrund rücken, auch aus dem einfachen Hintergrund, weil wenn man das weiß, kann man auch nachvollziehen, warum nach dem Ersten Weltkrieg die Menschen ja eine sehr negative Einstellung gegenüber Frankreich hatten. Das ist, warum im Endeffekt auch dann Hitler an die Macht kommen konnte. Also das sind alles so Dinge, das hängt alles zusammen. Auch wenn natürlich dort einige Jahrzehnte dazwischen sind, aber trotzdem, das sind die Generationen, haben sozusagen parallel ja gelebt und können sich das erzählen und dass sich gegenseitig auch anspornen und ja. Ne? Und das finde ich halt schade, weil das wäre eigentlich das Grundgerüst in jedem Geschichtsunterricht, damit man auch einfach mit der Geschichte eben vernünftig umgehen kann. Ne? Genau. Interessant übrigens auch, ich habe auch eine alte Briefmarkensammlung noch. Zu dieser Zeit hatte auch jedes Land eben noch seine eigenen Briefmarken, weil die erste wurde 1840 in England entstand, nämlich die Black Penny. Und die erste in Deutschland war, oh Gott, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube 50 oder 51, die bayerische 1, genau. Und dann kam, hier in Sachsen war es der Sachsen-Dreier und dann war es, glaube ich, auch 1852 oder 53. Also es ist auch die Zeit, wo eben vieles neu entwickelt wurde und die Technik so langsam seinen Vorlauf brachte. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne in der Zeit gelebt, aber ich glaube, es ging auch nur wieder den Oberen gut und den Unteren. Ja, die waren den ganzen Tag im Prinzip am Schuften für jämmerliche Verhältnisse. Zumindest vermute ich das, wie gesagt, man erfährt leider ziemlich wenig über die allgemeine Geschichte aus der Zeit. Gut, jetzt will ich aber das Video nicht ewig ziehen hier unten, deswegen beenden wir jetzt mal. Dark wartet nämlich schon, sehnsüchtig, müssen wir was essen. Und dann sehen wir uns oben auf der Ruine wieder.
Ja, jetzt bin ich oben angekommen, ist nicht weit zu laufen. Jetzt haben wir hier ein Denkmal vom Ersten Weltkrieg für die gefallenen deutschen Soldaten. Jetzt sehen wir es. Finde ich schön, dass daran gedacht wird, weil wie gesagt, Kriege sind nie schön. Ich finde es auch schade, dass es vom Zweiten Weltkrieg ziemlich wenig Gedenken gibt, weil wie gesagt, viele sind mit Sicherheit auch nicht freiwillig in den Krieg gezogen. Man darf immer nicht vergessen, haben alle eine Familie gehabt, egal von welcher Seite. Und ja, finde das eben ein bisschen traurig. Jedes Land gedenkt seiner Toten, aber Deutschland leider ziemlich wenig, weil sie sich für den Krieg verantwortlich fühlen. Wo ich sage, ja, sicher am Zweiten sind wir definitiv schuld, am Ersten. Naja, da habe ich ein bisschen andere Meinung zur Geschichte. Man muss auch eins verstehen, zur damaligen Zeit waren die ganzen Adelshäuser, also sprich Großbritannien, Russland, Deutschland, untereinander mehr oder weniger verwandt. Das kann ich vielleicht in einer anderen Geschichtsstunde noch ein bisschen ausdehnen. Mehr möchte ich jetzt erstmal hier dazu nicht sagen, weil wir wollen ja heute noch das MA verkosten. Jetzt der Blick mal von der anderen Seite, hier haben wir die Kirche. Herrlich, wir haben auch wieder heute Traumwetter erwischt. Wirklich, kann man nicht meckern. So, hier ist unser Platz. Ich glaube, den werden wir dann nutzen für das MAE, aber ich werde das mit dem Dark natürlich nochmal absprechen. Hier ist eine Hütte, die finde ich jetzt nicht so berauschend. Ja, hier, dass er ihren Müll liegen lassen, das ist Kotzen sowas. Hier haben wir noch ein bisschen über die Geschichte etwas. Ja, also wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne dort noch belesen. Ich habe jetzt übrigens ein paar grobe Umrisse genannt. Genau, die das übrigens ausbaute im 15. Jahrhundert, war hier die Herzogin Sidonia. Und hier haben wir, was ich vorhin sagte, 12. bis 13. Jahrhundert, das war die Ersternennung. Und der Markgraf Heinrich von Meißen war derjenige, der sozusagen hier gelebt hat. Und hier haben wir nochmal ein Bild, das finde ich natürlich cool, von der damaligen, wie es damals aussah. Hier ist die Kapelle, die wir vorhin gesehen haben. Das war der Gang, hier sind wir um uns hier hoch. Und das ist jetzt sozusagen hier das Gebäude, wie es ursprünglich mal aufgebaut war. Hochinteressant. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen hier rüber. Es sind überall, wie gesagt, Eichen gepflanzt und was haben wir hier? Kuchen. Die könnten wir eigentlich auch filmen. Ja, mal schauen mal. Wir haben auf jeden Fall heute eine Top-Kulisse, muss man ehrlich sagen. Ist das nicht traumhaft? Und das ist sozusagen dieses kleine Schlösschen. Ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff für diese Zeit. Also es ist nicht Romantik. Nein, es ist allerspäteste Romantik. Gab es orientalische Einflüsse damals mit. Das hängt auch damit zusammen, weil man damals, das weiß ich aus den alten Büchern, die ich habe, ja, das waren so die ersten großen Entdeckungsreisen, die dann auch dokumentiert worden sind und wo, ich sage jetzt mal, der gute Bürgerstand auch sich so langsam nämlich auch die Reisen ins Ausland leisten konnte. Ja, also auch gerade dann nach Reichsgründung, ich sag mal, die etwas gehobenere Gesellschaft, die konnte reisen, hat von den Reisen berichtet. Die Fotografie kam dann später auf. Also das war eine ganz neue Zeit halt. Ja, herrlich finde ich ja auch die Brücke und der Übergang dazu, das ist ja Traum. Ja, also wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, kaufe ich mir auch so ein Objekt und richte es richtig schön her. Einfach um so eine Bausubstanz zu erhalten. Ja, hier fällt es leider ein. Ja, das war mal eine schöne Terrasse. Das ist schon trotzdem niedlich, auch mit dem Turm hier. Wahnsinn, jetzt zoome ich mal zurück. Ja, ich muss nur ein bisschen gucken, dass ich, wie ich das einstelle, dass es nicht zu schnell auf und zurück geht. Hier haben wir nochmal den Blick von der Seite. Und jetzt haben wir hier die Ruine. Ich gehe mal ein bisschen lang, weil ich den Dock auch noch gerade filme. Ja, vieles hier abgesperrt. Sicherheitsgründen, hier war bestimmt mal geht es wahrscheinlich in den Keller runter oder ehemaligen Kellergewölbe. Warum jetzt hier so eine hässliche Antenne ist für mich natürlich wieder ein Rätsel. Naja, gut, okay, und das sind sozusagen die Ruinen hier. Ich sehe gerade, da haben wir noch eine Gedenktafel, die schauen wir uns gleich an. Das wird ein Turm gewesen sein mal. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt sind schon die ersten Plägen hier. Also ich bin extra früh los heute, um hier ordentliche Aufnahmen machen zu können, ohne Massentourismus. Ich habe heute zum Glück einen Tag Urlaub. Das ist zum Montag ganz angenehm. So, jetzt schauen wir mal hier. Ah, jetzt klappt es mit Zoom, mit langsam Zoom. Genau, ne? So, und hier steht auch noch was dazu. Ja. Ach, übrigens, wenn ihr euch ein bisschen für sächsische Geschichte interessiert, habt ihr doch oftmals drin stehen AR. Das heißt Augustus Rex oder August Rex.
Der bekannteste Herrscher, sage ich mal, unserer Zeit, weil er halt über seine Verhältnisse gelebt hat und sehr, ich sag mal, expeditionell, ihr wisst, was ich meine, gelebt hat. Ein wunderschickes Haus. War halt im König August. Und dieses AR heißt eben August Rex und Rex ist lateinisch für König. Und dass ihr das mal wisst, kann ich ja sagen, was für ein Klugscheißer, das wussten wir schon. So, jetzt haben wir hier irgendwas stehen, was ich nicht wirklich lesen kann. Das Witzige ist, in der Kamera kann ich es besser erkennen als ohne AKK, Marion. Ach, ist der Geier. Ist auf alle Fälle mit Sicherheit nicht alt, glaube ich nicht. Wir haben auch nur die Aussicht von der Burg. Traumhaft. Jetzt haben wir hier nochmal das Schloss. Leider hier vorne ist echt viel eingefallen. Also hier ist auch wirklich alles mit Stützbalken schon versehen. Zoom mich mal ran. Ja, das sieht man leider schlecht, weil die Sonne reinrasselt. Aber diese kleinen, ich gehe mal in die Kamera, diese kleinen Luchsel hier, das sind Balken, die das abstützen. Wie gesagt, Fenster sind neu gemacht. Das finde ich schon mal schön. Also hier hat sich ein Investor gefunden, der das macht. Ja, herrlich. Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Dann soll es das eigentlich so weit mit der Ruine gewesen sein. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ich finde, es ist schon eine ganze Menge. Und vor allem, man kann es betreten. Nicht wie letztens bei Schieritz. Da sind wir leider wohl 10 Jahre zu spät gekommen. Wir können mal auf die andere Seite schauen, wo der Turm ist. Und ich denke, dann ist es das für diesen Teil gewesen. Wie gesagt, könnt gerne das MRE noch einschalten. Das werden wir jetzt gleich verkosten. Hier steht übrigens auch wieder irgendwas. Ja, okay, das ist typisch neumodisch hier, also das hat sich irgendjemand verewigt. Das war mal hier wahrscheinlich Reste von dem Turm. Ich will das nicht mal allzu weit rausgehen. Die Kamera ist neu, die sollte hier nicht runterfallen. Und hier haben wir den Schlossteich übrigens noch. Ja, ganz schön. Gut, Enten sind zwar drauf, aber ganz schön grünspänig. Also top Gegend hier. Also hat sich auf alle Fälle schon für den Ausblick gelohnt, hierher zu fahren. Und wie gesagt, ja, also ich werde in meinen Videos immer versuchen, ein bisschen Geschichte auch mitzunehmen. Nicht nur für das Gebäude oder das Objekt, wo wir sind, sondern auch an sich. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr andere Meinung habt oder anders das wisst, dann einfach in die Kommentare. Aber ich finde halt, dass gerade die deutsche Geschichte leider viel zu wenig aufgeklärt wird. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal in 20, 30 Jahren die Generation das wieder vernünftig alles erklärt bekommt und sich nicht alles selber erforschen muss. Denn das würde, glaube ich, auch viele Probleme der heutigen Zeit klären. Weil wenn ich über Geschichte und den Hintergrund ordentlich aufgeklärt bin, dann komme ich nämlich auch nicht auf die Ideen, mich irgendwie zu radikalisieren, egal in welche Richtung. Ja, es wird auch leider ziemlich wenig über die DDR-Zeit aufgeklärt und über das, was eigentlich auch die Roten, sage ich mal, im Osten gemacht haben, egal ob nun in Russland oder in China oder in anderen Regionen. Ja, da muss ich sagen, bin ich auch noch ziemlich unbelesen. Also da würde ich mich jetzt nicht als Geschichtskundiger nennen, weil einfach auch viele Aktennoch nicht an die Öffentlichkeit geraten sind. Ja, ich würde sagen, ich drehe mich jetzt noch einmal ringsrum und dann war's das. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mal einschaltet. Und ja, wir können euch noch nicht sagen, wo es nächstes Mal hingeht, aber wir werden mal wieder irgendwas Feines finden. In diesem Sinne, Freunde der römischen Tanzkunst, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Leute, wir sind jetzt doch mal auf einem kleinen Weg, der hier runterführt sozusagen, von oben, von der Burgruine. Das ist auch niedlich. Wir sind jetzt nochmal an dem Schloss. Jetzt würde ich doch nochmal hier ein bisschen filmen. Also, die ist kleiner als es aussieht von beiden, aber halt richtig herrlich und in einem Stil, ja, niedlich halt. Wir haben auch verschiedenste Ornamente, die leider auch abgefallen sind zum Großteil, aber eins haben wir dort noch, wenn wir jetzt mal ranzoomen. Langsam habe ich es drauf mit dem Zoom, dort. Wahrscheinlich eine Putte oder irgendwas sein, also eine Putte ist ja so eine Engelsgestalt. Könnte aber auch nicht so sein. Ich will dort übrigens nah noch filmen, weil da ist auch Gardinen alles davor. Der Turm ist echt krass, also auch von der Form her, herrlich. Ja, man sieht auch schon hier oben, es ist halt, es verfällt halt leider. Ne? Das ist gut, dass ein Investor sich, also angeblich seit 2012 gefunden hat, der das Stück für Stück saniert, weil lange hält das, glaube ich.
glaube ich nicht mehr. Und das wäre echt schade. Und die ist orientalisch angehaucht, deswegen diese Turmspitzen. Jetzt können wir nämlich auch mal die Balken, die wir von oben gesehen haben, noch mal ein bisschen näher sehen. Hier die Stützbalken. Also das ist im Prinzip, hier sind gestoßene Überreste. Ja, also das ist komplett hier abgestützt schon. Also hier muss dringend was gemacht werden. Sieht man schon, hier ist alles eingestürzt. Schade halt. Ja, aber wie gesagt, das kostet Millionen, das wieder herzurichten. Das ist, jetzt haben wir hier noch eine Figur. Da stehe ich leider falsch. Ich kann es mit den Augen sehen, aber die Kamera kann es leider nicht ganz erkennen. Und herrlicher finde ich auch diese kleine Brücke. Wir können gucken mal, ich laufe jetzt mal ein Stückchen hoch, ob man das von oben ein bisschen sieht. Aber ich sehe schon, hier sind, stehen Autos und Motorräder. Hier filmen wir nicht mehr. Na, das ist einfach dann zu privat. Aber wir haben hier noch zwei schicke Figuren. Liebe ich ja sowas, wenn das eingelassen ist. Herrlich. Unbezahlbar, wenn man sowas heutzutage wieder anfertigen lässt. Gut, dann soll es auch wirklich gewesen sein mit dem Video. Genau, Freunde der römischen Tanzkunst. Mein neuer Lieblingsspruch, der wird jetzt in den nächsten Videos auftauchen. In dem Sinne, cool bleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich habe schon ein paar Mal euch verabschiedet, aber es ist einfach so interessant hier. Wir haben ja, das wird mal wie eine Art, keine Ahnung, es ist ein rundes Gestell, ob dort vielleicht mal Blumen oder was gestanden haben oder eine große Statue, keine Ahnung. Hier sehen wir jetzt auf der anderen Seite sozusagen. Und hier ist das Gebäude eben noch ziemlich gut erhalten. Das war aber von vorne nicht zu sehen. Hier haben wir den Turm, schöne Eingangstür, bis hoch. Und da drüben waren wir gerade. Weiter rüber filme ich nicht, weil hier wie gesagt Kennzeichen und sowas eventuell zu sehen sind. Also herrlich. Und wie gesagt, hier sind auch die ganzen kleinen Spitzen noch zu erkennen. Das ist der orientalische Einfluss, der hier damals mit reingeflossen sind. Und hier haben wir wieder so eine Figur. Ja, herrlich. Good Dog fragt gleich mal nach. Gut, in diesem Sinne beende ich jetzt wirklich das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.